Im ersten Teil dieser Serie haben wir überlegt, mit was für Angreifern wir konfrontiert werden könnten. Im zweiten Teil haben wir gezeigt, warum man im Training selten realistische Angriffe und Situationen erlebt. In Wirklichkeit würde er hier hingehen. Wenn wir mit den dort gezeigten Abwehrformen gegen eine echte Messerattacke zur Wehr gehen, werden wir leicht zu Schnitzel verarbeitet. Warum? Weil ein echter Angreifer nicht so harmlos und vorhersehbar zusticht wie unser Trainingspartner, sondern hart und brutal. Weil echte Messerangriffe schnell kommen und mit Kraft ausgeführt werden. Weil wir nicht wissen, wie und wann der Angriff kommt. Wir können einen messerführenden Arm nicht ablenken, der in einem kurzen, harten Bogen bewegt und wieder zurückgezogen wird. Wir können eine messerführende Hand nicht greifen, die zusticht, sofort zurückgezogen wird und noch einmal zusticht. Wir können einen messerführenden Arm blocken, ja, laufen aber Gefahr, dabei ernsthaft verletzt zu werden. Was also sollen wir in einem Ernstfall tun? In dieser Folge wollen wir Möglichkeiten zeigen, die nicht ideal, aber machbar sind. Wir sind jetzt auf der Straße. Hier herrschen andere Spielregeln. Liegestütze zu machen. So. Das macht ihr mal so, weil das viel anstrengender ist. Ich guck da nur zu, ne? Also vom Ding her. Wir werden mit einem Messer bedroht. Das ist übel, aber zum Glück noch kein aktiver Angriff. Vielleicht können wir uns aus der Situation retten, wenn wir tun, was der Räuber verlangt. Hier kommt es auf Taktik und richtiges Verhalten an. Eine oft genannte Möglichkeit, sich gegen die Bedrohung mit dem Messer zur Wehr zu setzen, ist, Hilfsmittel zu benutzen. Wir können eine Jacke um den Arm wickeln und diesen Arm wie ein Schutzschild einsetzen. Das dauert aber relativ lange und klappt nicht immer perfekt. Ebenso können wir eine Tasche als Waffe schwingen. In beiden Fällen aber signalisieren wir dem Messerstecher, dass wir uns wehren wollen. Damit verlieren wir unser Überraschungsmoment. Und der Angreifer stellt sich auf unser Verhalten ein. Wir können Sand, Steine oder einen Stock vom Boden auflesen, wenn solche Materialien vorhanden sind. Oder dem Gegner ein Schlüsselbund ins Gesicht werfen. Man kann auch einen Gürtel als Abwehrwaffe benutzen, wenn man in der Lage ist, ihn schnell genug abzubekommen. Solche Hilfsmittel können wir nutzen, um Zeit zur Flucht zu gewinnen. Das Messer selber haben wir damit jedoch nicht abgewehrt und gesichert. Außerdem haben wir dem Gegner gezeigt, dass wir bereit zur Gegenwehr sind. Er wird entsprechend reagieren. Das macht die Situation für uns nicht einfacher. Besser ist es vielleicht, den Angreifer in Sicherheit zu wiegen. Er soll sich überlegen fühlen. Wir bitten und jammern. Wir reden auf ihn ein. Wir zeigen uns unterwürfig und gehen in die Knie. Aber bitte nicht zu tief. Denn was wir jetzt vorhaben, ist keine Abwehr, sondern ein eigener Angriff. Das geht nur, wenn der Gegner und sein Messer in Reichweite sind. Es kommt auch darauf an, wie er sein Messer hält. Und es kommt darauf an, welche schnelle Bewegung wir gut beherrschen. Hält er das Messer in Bauchhöhe, steil in der Faust und haben wir Schuhe mit einer festen Sohle, können wir die Waffe vielleicht aus der Hand treten. Allerdings müssen wir blitzschnell und genau treffen. Aber nicht von außen gegen die Hand, sondern in einem Halbkreis mit der Sohle an die Stelle, wo das Messer aus der Faust ragt. Dabei hebeln wir das Messer aus der Hand. Es macht nichts,
wenn wir nur die Klinge treffen. Die Schuhsohle schützt uns. Wird das Messer allerdings nicht steil, sondern flach gehalten, treten wir darüber hinweg und unser Tritt verpufft wirkungslos. Hält er das Messer geradewegs vor unsere Brust, können wir seinen Arm mit Wucht zur Seite schlagen. Hände hoch! Vorher sollten wir den Gegner kurz ablenken, zum Beispiel mit einem Blick hinter ihn, über seine Schulter, der so tut, als würden wir dort um Hilfe bitten. Dann vielleicht einen beliebigen Namen rufen. Da kommt der Peer. Das irritiert den Messerstecher. Oder wir ziehen eine Geldbörse heraus, reichen sie ihm zittrig und lassen sie plötzlich fallen. In diesem Moment der Ablenkung müssen wir handeln. Wir packen den Messerarm von außen und starten sofort eine Folgetechnik. Oder wir nutzen den Schlag gegen den Messerarm für eine sehr schnelle Bewegung in den Rücken des Gegners und greifen seinen Kopf mit einer Technik, die im Jutsu Körperrückriss oder Genickdrehhebel genannt wird. Wenn jemand mit einem Messer vor unserem Gesicht herumfuchtelt, können wir diese genannten Techniken sehr schwer anwenden. Wir können aber mit dem Mut der Verzweiflung und genug Adrenalin im Blut einen brutalen Fußstoß ansetzen. Dabei kümmern wir uns nicht um das Messer. Wichtig ist allerdings, den Angreifer vorher durch unterwürfige Gesten in Sicherheit zu wiegen. Dann kommt ganz plötzlich unsere Attacke. Der Überraschungsmoment ist auf unserer Seite. Die Erfolgsaussichten sind nicht schlecht. So, das waren ein paar Beispiele, was man gegen einen Messerangriff tun kann. Eigentlich wollten wir nur 3 Videos zu dem Thema machen, aber die Sache ist so umfangreich, dass wir eine 4. Folge benötigen. Wir haben nämlich noch einen besseren Vorschlag zur Abwehr von Messerattacken. Einen, bei dem wir nicht mit dem Messer in Kontakt kommen und uns nicht verletzen wollen. Schaut es euch an.